Hallo, Deutsch, Oberstufe 4, Lektion 118. Heute machen wir wieder unseren Lesetext, wie immer nur als Hörnübung. Das heißt, ich lese euch den Text vor und ihr versucht zu verstehen, um was es hier geht. Die koreanische Übersetzung kommt dann im nächsten Video. 오늘은 다시 듣기연습만 하고 여러분이 열심히 듣고 한번 혼자서 해석해 보세요. Seid ihr bereit? Dann fangen wir gleich an. Warum du dir keine Ziele setzen solltest. Wahrscheinlich hast du eine Menge Ziele. Du möchtest in Form kommen, einen Bestseller schreiben, einen Partner finden, eine Familie gründen, ein Business starten, einen Halbmarathon laufen, selbstsicherer werden, auf Weltreise gehen oder bei einer Orgie mitmachen. Auch 99% aller Motivationstrainer und Ratgeber empfehlen dir, Ziele zu setzen. Große Ziele, kleine Ziele, Zwischenziele, messbare Ziele, intelligente Ziele. Du weißt, was ich meine. Paradoxerweise wirst du jedoch mehr erreichen und glücklicher sein, wenn du dir weniger Ziele setzt oder gar keine. Und genau deshalb solltest du ab jetzt deine Ziele ignorieren. Ja, das ist eine harte Aussage und widerspricht den meisten Experten. Aber lass mich meinen Punkt erklären und du wirst verstehen, warum es besser ist, wenn du dir keine Ziele setzt und was du stattdessen tun solltest. Bevor ich erkläre, was besser funktioniert, als Ziele zu setzen, möchte ich darauf eingehen, welche Probleme durch Ziele entstehen. Problem 1. Ziele können dich unglücklich machen. Wenn du dir ein Ziel setzt, machst du dir klar, dass du noch nicht da bist, wo du gerne wärst. Du redest dir also ein, dass du jetzt noch nicht glücklich bist, aber es sein wirst, wenn du dein Ziel erreicht hast. Probiere es aus. Was glaubst du noch erreichen zu müssen, bevor du glücklich sein wirst? Finanzielle Sicherheit, einen Partner, ein Sixpack, größere Brüste, mehr Selbstvertrauen, ein eigenes Haus? Je mehr Ziele du dir setzt, desto mehr wird dir bewusst, was du alles noch nicht hast. Und genau das führt dazu, dass du unglücklich bist. Das ist auch eines der großen Probleme der Persönlichkeitsentwicklung. Viele Menschen verlieren sich in der Selbstoptimierung und möchten ihr Leben immer weiter verbessern. Das Problem? Das Rennen kannst du nicht gewinnen. Aber die Geschichte endet noch nicht hier. Denn selbst wenn du dein Ziel erreichst, bist du meistens nicht glücklicher als vorher, zumindest nicht langfristig. Als ich vor Jahren mit diesem Blog anfing, habe ich mir ausgemalt, wie glücklich ich sein werde, wenn ich vom Bloggen leben könnte. Nach knapp 1,5 Jahren und viel harter Arbeit hatte ich mein Ziel erreicht. Ich konnte von meinem Blog leben. Das Ganze fühlte sich 2 Wochen super an. Danach war alles wie vorher. Falls auch du schon mal ein größeres Ziel in deinem Leben erreicht hast, weißt du wahrscheinlich, dass dich das Erreichen des Zieles nicht dauerhaft glücklicher gemacht hat. Viel zu oft halten wir uns selbst die Karotte vor die Nase und reden uns ein, dass wir glücklich sein werden, wenn wir dieses oder jenes erreichen. Doch es ist genau diese Einstellung, die uns oft davon abhält, schon jetzt glücklich zu sein. Problem 2. Ziele können zu ungesundem Verhalten führen. In dem Roman Moby Dick ist Kapitän Ahab besessen davon, den weißen Wal zu fangen, der ihm ein Bein abgerissen hat. Der Kapitän verfolgt sein Ziel mit solcher Besessenheit, dass er letztendlich sein Schiff versenkt und ein Großteil der Besatzung wie auch er selbst dabei sterben. Nicht selten passiert es, dass sich Menschen ein konkretes Ziel setzen und dann alles tun, um es zu erreichen, selbst wenn es sie unglücklich macht oder ins Elend treibt. Menschen ruinieren ihre Beziehungen und ihre Gesundheit nur, um beruflich erfolgreich zu werden. Sportler ruinieren durch Doping oder zu hartes Training ihren Körper, nur um ein sportliches Ziel zu erreichen. Geschäftsleute betrügen oder machen dubiose Geschäfte, um ihr jährliches Umsatzziel zu erreichen. Manche Menschen sind so besessen von ihrem Ziel, dass sie nicht bemerken, dass sie beim Verfolgen ihres Zieles einen zu hohen Preis zahlen.
Das liegt zum Teil daran, dass sie sich zu stark mit ihren Zielen identifizieren. Ihre Ziele werden ein Teil ihres Selbst. Geben Sie Ihre Ziele auf, haben Sie das Gefühl, einen wichtigen Teil Ihrer Identität zu verlieren, als würde man Ihnen eine Hand oder einen Fuß abhacken. Ja, in manchen Fällen ist es tatsächlich besser aufzugeben. Problem 3, Ziele können demotivierend sein. Die meisten Experten behaupten, dass Ziele motivierend sind. Und ja, manchmal sind Ziele motivierend. Doch mindestens genauso häufig sind Ziele demotivierend. Sich konkrete Ziele zu setzen, kann aus zwei Gründen demotivierend sein. Erstens, du erreichst deine Ziele nicht. Wie so viele junge Menschen habe ich mir mit Anfang 20 eine Menge Lebensziele gesetzt. Dieses Jahr werde ich 30 und habe viele der damaligen Ziele nicht erreicht. Und ähnlich wie mir geht es den meisten Menschen. Dass Menschen viele ihrer Ziele nicht erreichen, liegt nicht daran, dass sie keine Disziplin besitzen oder Versager sind, sondern meistens daran, dass sie unrealistische Vorstellungen haben. Wir stecken uns zu viele Ziele. Nächsten Monat fange ich an, täglich zu meditieren und zu lesen, dreimal die Woche Sport zu machen, mich gesund zu ernähren und früher aufzustehen. Ach so, und nebenher möchte ich noch einen Blog anfangen, das Leben mehr genießen und meine Freunde öfter treffen. Wir rechnen nicht mit Unvorhergesehenem. Wenn wir uns Ziele setzen, vergessen wir meistens, Unvorhergesehenes einzuplanen. Menschen, die Geld sparen wollen, vergessen zum Beispiel, dass sie sich ab und an neue Klamotten kaufen müssen, Geld für ein Hochzeits- oder Geburtstagsgeschenk anfallen könnte oder das Auto neue Winterreifen braucht. Wir unterschätzen, wie lange es dauern wird, unser Ziel zu erreichen. Ob abnehmen, ein Business starten, Geld sparen oder ein Haus bauen, die meisten Sachen brauchen viel länger als geplant. Mit Anfang 20 wollte ich selbstsicherer und besser im Umgang mit Frauen werden. In meiner Unwissenheit dachte ich, dass ich das in ein paar Wochen lernen würde. Aus ein paar Wochen sind mehrere Jahre geworden und am Ende hat das Ganze dazu geführt, dass ich ein Buch darüber geschrieben habe. Letztendlich ist es ziemlich egal, aus welchem Grund wir ein Ziel nicht erreichen. Fakt ist, zu scheitern ist demotivierend. Du verlierst nicht nur dein Ziel aus den Augen und gibst auf. Hinzu kommt, dass du dich beschissen fühlst, da du auf voller Linie versagt hast. Das zweite Problem entsteht paradoxerweise dann, wenn du dein Ziel erreichst. Zweitens, du erreichst dein Ziel. Du fragst dich gerade, warum es demotivierend ist, wenn du dein Ziel erreichst. Stell dir vor, dein Ziel ist es, in einem Jahr 3.000 € zu sparen. Du meinst es richtig ernst und lässt dir monatlich automatisch 250 € von deinem Konto auf ein Sparbuch abbuchen. Du sparst dafür an jedem Ende. Doch du bekommst es tatsächlich hin. Nach einem Jahr hast du ganze 3.000 € gespart. Du freust dich riesig, bist verdammt stolz auf dich und feierst entsprechend. Da du dein Ziel erreicht hast, beendest du jedoch den monatlichen Dauerauftrag. Und das mit dem Sparen nimmst du auch nicht mehr so genau. Schließlich sollte man sich ja auch ab und zu was gönnen, richtig? Schneller als dir lieb ist, sind die 3.000 € weg. Hier eine neue Couch, da ein Wochenendtrip und dazu noch ein paar ordentliche Partys. In dem Moment, in dem wir ein Ziel erreicht haben, schwindet auch meistens die Motivation, weiterzumachen. Das ist auch der Grund, warum so viele Menschen es nicht schaffen, dauerhaft abzunehmen. Sie setzen sich ein konkretes Ziel, sagen wir, 5 Kilo abzunehmen und machen Diäten und treiben Sport, bis sie das Ziel erreicht haben. Sobald sie ihr Wunschgewicht jedoch erreicht haben, hören sie auf, Sport zu machen und essen wieder ungesünder und nehmen dementsprechend wieder zu. Was besser funktioniert, als Ziele zu setzen? Wir haben gerade eben drei Gründe gesehen, warum das Setzen von Zielen oft kontraproduktiv ist. Was funktioniert jedoch besser? Dass du dich auf den richtigen Prozess konzentrierst. Mit Prozess meine ich den Weg, der zu deinem Ziel führt. Wenn du eine neue Sprache lernen willst, solltest du regelmäßig Vokabeln lernen und die Sprache üben. Wenn du einen Marathon laufen willst, solltest du 3 bis 5 Mal die Woche dafür trainieren.
Wenn du selbstbewusster werden willst, solltest du dich regelmäßig deinen Ängsten stellen. Nur weil du dich nicht auf dein Endziel fixierst, sondern auf den Prozess, heißt das noch lange nicht, dass du dein Ziel nicht erreichen wirst. Ganz im Gegenteil. Stelle dir vor, du möchtest abnehmen. Statt dir das konkrete Ziel zu setzen, in 8 Wochen so und so viel abzunehmen, fokussiere dich darauf, einen gesunden Lebensstil zu entwickeln. Das wäre in diesem Fall der Prozess. Anstatt dich also krankhaft auf das Abnehmen zu fixieren, konzentriere dich darauf, die richtigen Gewohnheiten zu entwickeln. Finde eine Sportart, die dir Spaß macht. Lerne gesund und lecker zu kochen. Überlege, ob Essen eine Ersatzbefriedigung für dich darstellt und was du versuchst, dadurch zu kompensieren. Die Gründe dafür sind simpel. Findest du eine Sportart, die dir Spaß macht, wirst du regelmäßig Sport machen. Lernst du lecker und gesund zu kochen, musst du keine Diäten mehr machen. Findest du heraus, dass Essen eine Ersatzbefriedigung ist, kannst du besser dagegen steuern. Entwickelst du einen gesunden Lebensstil, wirst du automatisch abnehmen. Das Abnehmen ist dann jedoch ein netter Nebeneffekt, nicht mehr das Hauptziel. Das hat zum einen den Vorteil, dass du nicht demotiviert bist, wenn du langsamer abnimmst, als du dir vorgestellt hast. Zum anderen wirst du nicht dazu neigen, wieder zuzunehmen, nachdem du dein Ziel erreicht hast. Das gleiche Prinzip gilt für andere Lebensbereiche. Statt dich auf deine Ziele zu fixieren, konzentriere dich auf die richtigen Prozesse. Statt dich darauf zu fixieren, dass du bis zu deinem 30. oder 40. Lebensjahr selbstständig sein möchtest, frage dich, für welche Produkte oder Dienstleistungen Menschen bereit sind, dir Geld zu geben. Statt dir das Ziel zu setzen, noch dieses Jahr einen Partner zu finden, konzentriere dich darauf, regelmäßig neue Menschen kennenzulernen, dich emotional zu öffnen und klare Grenzen zu setzen. Sollte ich mir gar keine Ziele setzen? All das soll nicht heißen, dass es nicht ab und an Sinn ergibt, dir ein konkretes Ziel zu setzen. Wenn ich zum Beispiel seit Tagen an einem Artikel schreibe und herumeier, setze ich mir manchmal das Ziel, den Artikel bis zu einem gewissen Tag fertig zu schreiben. Oder wenn ich ins Fitnessstudio gehe, versuche ich mehr Gewicht oder mehr Wiederholungen als am Vortag zu machen. Auch habe ich mir das Ziel gesetzt, dieses Jahr noch ein neues Buch anzufangen. Es gibt Momente oder Bereiche im Leben, da ergibt das Setzen von Zielen Sinn. Dann solltest du dir smarte Ziele setzen. Doch generell fokussiere ich mich mehr und mehr auf die Prozesse, die zu dem gewünschten Ergebnis führen. Und das Gleiche würde ich dir raten. Bin ich ohne Ziele nicht orientierungslos? Vielleicht fragst du dich gerade, ob du ohne Ziele nicht völlig orientierungslos bist. Die simple Antwort wahrscheinlich nicht. Es ist fast unmöglich, gar keine Ziele zu haben. So gut wie jeder Mensch möchte gewisse Ziele erreichen. Und das ist vollkommen okay. Ich möchte dir auch gar nicht davon abraten, gewisse Ziele zu haben. Ich möchte dir jedoch davon abraten, dir lauter konkrete Ziele zu setzen und dich auf sie zu fixieren. Es ist vollkommen okay, wenn du dir vornimmst, abzunehmen, dich selbstständig zu machen, ein Buch zu schreiben, selbstsicherer zu werden, eine neue Sprache zu lernen oder eine Familie zu gründen. Von mir aus sollst du nach den Sternen greifen. Wünsche dir den Körper eines Unterwäschemodells, werde Millionär, reise mit dem Fahrrad um die Welt, rette die Eisbären vor dem Aussterben, schreibe einen Bestseller, erfinde eine gesunde Zigarette. Tu, was du willst, doch versteife dich nicht auf deine Ziele. Du musst dir nicht lauter ganz konkrete Ziele in jedem Lebensbereich setzen, um deinem Leben eine Richtung zu geben. Es reicht, wenn du ungefähr weißt, wo die Reise hingehen soll. Es reicht, wenn du ungefähr weißt, wo es hingehen soll. Menschen, die sich extrem auf ihre Ziele fixieren, fällt es oft schwer, ein Ziel loszulassen, selbst wenn sie merken, dass sie es nicht glücklich macht oder sie erleben eine große Krise, wenn sie ihr Ziel nicht erreichen, weil sie sich zu sehr mit dem Ziel identifiziert haben. Gib deinem Leben eine grobe Richtung, doch höre auf, dir zu viele Ziele zu setzen und ihnen endlos hinterherzurennen. Konzentriere dich stattdessen auf die richtigen Prozesse.
Du wirst überrascht sein, wie viel entspannter, glücklicher und erfolgreicher du dadurch sein kannst. Super, Shazumi da. Das war's. Konntet ihr den Inhalt so einigermaßen verstehen? Falls ihr noch ein paar Schwierigkeiten dabei hattet, macht euch mal keinen Kopf, weil wir ja im nächsten Video wieder zusammen die koreanische Erklärung machen. Bis dahin noch viel Spaß beim Üben und bis zum nächsten Mal. Dankeschön. Tschüss, tschüss.